hier die Kampfrekorde der beiden Boxer. In der blauen Ecke der Herausforderer Lajos Eros beschritt bislang 30 Profikämpfe, von denen er 21 gewann, 12 davon durch K.O. und einen Unentschieden. In der roten Ecke der Europameister Wladimir Klitschko. 31 Kämpfe, 30 Siege, davon 28 durch K.O. Wladimir Klitschko ist 23 Jahre alt, wiegt 106,6 Kilogramm, ist 2 Meter groß und hat eine Reichweite von 79 Zentimetern. Lajos Eros ist 35 Jahre alt, er wiegt 105,5 Kilogramm, ist 1,88 Meter groß und hat eine Reichweite von 73 Zentimetern. Die Punktrichter sind Philippe Verbraeck aus Belgien, Esa Lazozal aus Finnland und Henk Meyers aus den Niederlanden. Der Ringrichter des Kampfes ist Mr. Dave Paris aus England. Und nun ringfrei zur Europameisterschaft im Schwergewicht. Viel Spaß! So, dieser Beifall gilt nochmal Axel Schulz, der hat, finde ich, einen ganz guten Job gemacht. Schulz, Klitschko, Erosz, in einer Beziehung ist der Ungar übrigens der Stärkste, er hat den festesten Händedruck von den dreien. Jetzt wollen wir mal auf die Regeln schauen, auf die wichtigsten, nach denen hier heute Abend geboxt wird. Es geht ja um die Europameisterschaft, also nach den Regeln der Europäischen Boxunion wird geboxt. Und da gibt es die vier wichtigsten, die wir für Sie vorbereitet haben. Es ist möglich, im Stehen angezählt zu werden, aber die Empfehlung der EBU ist, bitte doch nicht. Sollte ein Boxer in einer Runde dreimal zu Boden müssen, heißt das nicht automatisch, dass der Kampf abgebrochen werden muss. Der Gong rettet einen Boxer nicht vor dem K.O., es sei denn in der letzten Runde. Und sollte es zu einem unabsichtlichen Kopfstoß kommen, der Boxer, der verletzt wird, kann nicht mehr weiterkämpfen, ist der Kampf zu Ende und der Verletzte hat verloren. Es wird also keine Punktwertung geben, anders als bei den Kämpfen jüngst von Sven Ottke und auch von Thorsten May. Es geht los. Die Europameisterschaft im Schwergewicht ist bereit. David Paris ist der Mann aus Tottenham in London. Hat übrigens 70 Weltmeisterschaftskämpfe als Unparteiischer überwacht. Unter anderem auch den Kampf von Axel Schulz gegen Michael Moore. Good luck und shake hands. Das haben Sie beide verstanden. Es wird hoffentlich ein fairer Kampf. Und wir fragen uns, wie lange wird er dauern? Denn der haushohe Favorit ist natürlich Wladimir Klitschko. Der Ukrainer, der Olympiasieger von Atlanta mit Wohnsitz in Hamburg. 31 Kämpfe in 3 Jahren als Profi, 30 Siege, 28 K.O.s. It's time to fight. Ring 3 und 1, Round 1. Beide sind Linksausleger. Und über die lange Linke wird Wladimir Klitschko versuchen, in den Kampf zu kommen, seine Distanz zu finden und dann vielleicht die Rechte abzuschießen, die er schon so viele Gegner zu Boden gebracht hat. Die meisten sagen ja, dieser Ungar hat keine Chance, er selber lässt ausrichten über seinen Manager. Warum nicht? Bei James Buster Douglas haben auch alle gesagt, er hat keine Chance gegen Tyson, hat einen umgehauen. Und er erinnert natürlich auch an Ross Purity, der im vergangenen Jahr in Kiew der Einzige war, der bisher Wladimir Klitschko bezwingen konnte. Aber Eros muss die Deckung oben lassen, sonst geht das hier ganz schnell, denn Wladimir Klitschko, das hat er in Las Vegas gezeigt, hat vielleicht den härtesten linken Jab in der Profiboxe. Der Ungar muss ran an den langen Mann aus der Ukraine. 12 Jahre Altersunterschied, 12 Zentimeter Größenunterschied und damit natürlich auch entsprechend mehr Reichweite beim Europameister. Immer wieder der linke Jab, um die Standfestigkeit der Deckung zu testen. Dann haut er immer so ein bisschen spielerisch links, rechts was um die Ohren. Aber das ist eine Runde zum Warmwerden für Wladimir Klitschko. Box
trägst ja in Blau-Gelb in den Landesfarben der Ukraine. Ein sehr nationalbewusster Mann, genau wie sein Bruder, wie Vitali Klitschko. Der ist ja mit in seiner Ecke und da sind die ersten Kombinationen, die schon ein bisschen fester sind. Und da hat er Rösch Glück gehabt. Und wieder links, rechts an den Kopf des Ungarn. Ja, wie will dieser Erosch hier den Kampf gewinnen? Er will zunächst mal die erste Runde überstehen. Immerhin hat Wladimir Klitschko schon 9 Mal in seiner Laufbahn in der ersten Runde den Kampf beendet durch K.O. Man sucht ja immer wieder gerne ein Motto für solche herausragenden Kämpfe und dann könnte man ja heute sagen, Gnade für Eros. Momentan lässt es Wladimir Klitschko noch langsam angehen. Hat so ein bisschen gezeigt, was hier möglich ist in dieser ersten Runde. Das war eine zum Warmwerden für beide und auch für uns. Bis gleich. Familienautos sind langweilig. Yeah. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You really got me. Der neue Ford Mondeo. Im Charakter, mild im Geschmack. Aus Borne Veterano, der sanfte Stier. Ringfrei zur zweiten Runde in Hannover zwischen Wladimir Klitschko und Lajos Erosch, der nur versucht hat bisher seinen Kopf zu schützen, kaum eine offensive Attacke gestartet hat und wir sind gespannt, ob Wladimir Klitschko jetzt das Tempo forciert. So sieht es nämlich aus. Der linke Jab, ganz schnell, er ist ein ganz schneller, ein eleganter Boxer, das haben Sie gerade gesehen. Aber der Ungar hat sich was vorgenommen. Versucht an den Mann ranzukommen, versucht den rechten Cross ins Ziel zu bringen. Oder aber wie jetzt hier im Infight, vielleicht mit dem Aufwärtshaken die Deckung des Ukrainers zu durchbrechen. Vor knapp 3 Wochen hat Wladimir ja zuletzt geboxt. Da hat er Phil Jackson in dieser zweiten Runde ausgenockt. Und hier sehen wir den ersten Niederschlag dieses Kampfes. Erosch ist benommen. Stellt sich wieder zum Kampf und Mr. Perry sagt, okay, es kann weitergehen. Erstes Anziehen also schon in der zweiten Runde, in der Wladimir Klitschko 7 Gegner ausgenockt hat. Und fast sieht es so aus, als sei dieser Erosch der Dritte und da kommt das Handtuch. Da wirft die blaue Ecke das Handtuch in dieser zweiten Runde. Und Klitschko ist wieder Europameister. Vielleicht ein bisschen früh, das Zeichen zur Aufgabe. Im Sinne der Gesundheit von Lajos Erosch sicherlich, aber im Sinne der Gesundheit hätte er vielleicht gar nicht boxen sollen, denn dass er eine wirkliche Chance hat, hat eigentlich niemand so recht hier geglaubt. Hier sehen wir nochmal die entscheidende Phase in dieser zweiten Runde. Links, rechts, die Seithaken von Wladimir Klitschko. Und dann geht Lajos Erosch, der Kräftige, zu Boden. Da war er mehrfach ganz stark getroffen, am Kinn, am Kopf überhaupt. Da pustet er die Deckung weg, als sei es gar nichts mit diesem Dampfhammer, mit dieser Stahlfaust in der rechten, die er da drin hat.
Klitschko ist Europameister, wir sind gleich wieder da mit der Siegerehrung. Das hat der Beklagte auch akzeptiert und sie verlangen von dem Beklagten,